Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. Wir wissen, dass Sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf Ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon. Das können Sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. Und so werden Sie heute dieses Spiel angehen. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen Sie nachrücken. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auf. Keine Karte, auch wenn es durchaus gelbwürdig war, weiß er auch. Aber beim nächsten Mal sieht er die Karte 100%. Da gewinnt er den Zweikampf. Niklas Füllkrug. Da ist er alleine durch. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Eine tolle Parade. Jetzt die Ecke. Da bekommen Sie den Ball nicht raus. Chance zur Führung. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Buschi, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter einen Sonderlob verdient. Ganz stark. Da ist jetzt der Steilpass. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Frühes Tor ist immer wichtig. Jetzt ist der Jubel groß. Glück oder Können? Auf jeden Fall geht der Ball an den Innenpfosten und dann rein. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0.
Füllkrug. Cleverley. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Palmer. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Fairer Einsatz hier. Guter Vorstoß jetzt. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Da können sie kontern. Da haben sie die Chance. Da ging es auf einmal ganz schnell und dann hätten sie fast das Tor gemacht. Ah, da haben sie ihr Tempo ausgespielt. Das war ein richtig guter Konter. Schönes Pressing jetzt. Füllkrug. Der Ballverlust. Kann jetzt über außen kommen. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Niklas Füllkrug. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er kann es machen. Und wieder treffen sie. Zwei Tore führen nun also. Es läuft für sie. Ganz alleine macht er das. Schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Füllkrug. Und da kommt er an den Ball. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Da sind sie da, guter Block. Er nimmt ihn direkt. Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Füllkrug. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten.
Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Geht damit vollem Einsatz zum Ball. Cameron Brannigan. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Schön dazwischen gegangen. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Nee, nicht wenig, Wolf. Nix, gar nichts. Und das war auch nichts. Füllkrug. Jetzt können sie über außen kommen. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Sie kommen jetzt über außen. Cameron Brannigan. Sie verlieren den Ball. Schuss kommt nicht durch. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Jetzt wird hier gewechselt. Chance über außen. Flanke landet beim Gegner. Cameron Brannigan. Fairer Einsatz hier. Das könnte gefährlich werden. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Sie wechseln aus. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Riesenchance.
Er zeigt hier eine richtig starke Leistung, Duschi. Ja, das hätte gerade Tor Nummer 3 sein können. Ausnahmsweise vergibt er mal. Durchatmen erstmal nach diesem Fehler. Nach dieser Unaufmerksamkeit. Aber dann ist er wieder da, verhindert das Tor mit der Parade und macht seinen Fehler wieder wett. Jetzt können sie vielleicht kontern. Schöner Pass da. Er geht dazwischen. Platz auf außen. Abgefangen dieser Ball. Guter Pass jetzt. Steilpass kommt an, machen sie gut. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Wir sehen es, beide Mannschaften wechseln. Die kurze Variante. Gutes Pressing jetzt. Da kann er ihn stoppen. Mit etwas weniger Power geht er rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Jetzt der Vorstoß. Vielleicht der Anschlusstreffer. Und drin ist er. Da sind sie wieder. Jetzt sind sie bis auf ein Tor wieder dran. Wir sehen nochmal dieses Tor, da ist die Flanke und dann macht das stark. Unwiderstehlich, Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind, also spitze gemacht. Zwei-eins, hier ist noch alles drin. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Cameron Brannigan. Da holt sich den Ball mit diesem Zweikampf. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Vielleicht der Ausgleich. Was für ein Schuss, aber kein Glück. Ball geht knapp über die Latte. Das Tor ist komplett frei. Da hat nicht viel gefehlt. Er vertändelt den Ball, aber dann verhindert er doch noch den Gegentreffer. Ja, da kann er jetzt aber erst mal kräftig. Damit ist dieses heutige Spiel zu Ende. Die Gäste haben hier also verloren. Manchmal entscheiden Kleinigkeiten über den Ausgang so eines Spiels. Das war auch heute der Fall. Eine denkbar knappe Niederlage also am Ende. Und das ärgert sie. Das ist nicht zu übersehen. Hier war mehr drin und sie hätten natürlich auch gerne mehr geholt. Ganz starke Leistung in diesem Spiel. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.